Servus Leute. So, die zweite Platinum des Jahres 23 ist erledigt. Das Spiel habe ich natürlich schon 22 Jahren angefangen, also ich habe jetzt nicht innerhalb von ein paar Tagen sonst was rausgeballert. Und dieses Mal ist es MotoGP 17. Wie spielt es sich? Ein 5 Jahre altes Spiel, Multiplayer und so weiter. Gehen wir einfach komplett einmal drüber. Das ist wieder mal eine Review aus der Trophäenjägerperspektive. Deswegen interessiert es mich auch nicht, dass das Game schon seit 5 Jahren auf dem Markt ist. Ich berate euch nicht, ob ihr das als normaler Spieler kaufen sollt, sondern eher lohnt es sich das für einen Trophäenjäger. Also gehen wir mal direkt rein. Das Gameplay ist für so ein altes Spiel durchaus annehmbar. Es ist eine Simulation, also ihr könnt es euch hier so einfach wie es geht machen, so wie das gerade im Gameplay zu sehen ist. Das ist auf einfachster Stufe mit Ideallinie, mit sämtlichen Hilfsmittelchen. Das kann man natürlich auch alles abschalten und dann wird es auch schwieriger. Ihr könnt das Ganze, so wie in diesem Fall jetzt aktuell, ohne Qualifying fahren, so dass ihr vom letzten Platz startet. Ihr könnt es natürlich aber auch komplett auf Hard stellen und dann würde ich definitiv empfehlen, ein Qualifying zu fahren. 3 Runden pro Rennen sind Minimum, 18 Runden pro Saison. Ihr werdet insgesamt 6 Saisons fahren müssen, plus ein paar Kleinigkeiten und Multiplayer. Es hat eine Rückspulfunktion, falls ihr Scheiße gebaut habt, so wie ihr das gerade seht. Könnt ihr zurückspulen auf die Stelle, wo ihr meint, von hier kann ich weitermachen. Also es ist nicht endlos zurückspulbar, aber ein gutes Stück. Die Grafik ist okay, es ist jetzt nichts Weltbewegendes, es gibt besser aussehende Spiele, es gibt schlechter aussehende Spiele. Es erfüllt aber den Zweck. Also, da gibt es jetzt keine großen Mängel. Der Sound in der Moto 2 Klasse ist ein bisschen, ja, er reißt einen nicht vom Hocker, sagen wir so, aber das ist auch mehr eine Simulation als irgendein Funracer. Es gibt keine Musik, also da müsst ihr euch drauf einstellen, dass ihr hier stundenlang einfach nur den Motorsound hören werdet. Ich persönlich habe das Spiel gekauft, weil nachdem ich Isle of Man 2 fertig hatte, nach ein paar Wochen habe ich einfach ein Motorradspiel gebraucht. Es hat mich gejuckt und dann dachte ich mir, ja komm, probierst du mal das. Für mich hat es den Zweck erfüllt. Allerdings würde ich das jemandem, der das nur für eine Easy Platinum machen will, denn es ist eine Easy Platinum. Wenn man alles auf einfach stellt und alle Hilfsmittel einschaltet, ist es maximal 20 Stunden mit allem. 6 Seasons plus Multiplayer, alles in allem. Maximal 20 Stunden. Allerdings werden es extrem langweilige 20 Stunden sein, weil ihr halt immer vorne ohne Konkurrenz fahrt. Und das, ja, wenn man das für eine Platin machen will, bitteschön. Ich sag niemandem, was er mit seiner Zeit anfangen soll. Aber ich persönlich würde, falls ihr Einsteiger seid, auf ganz einfach einsteigen und das dann von mir aus alle 2 Rennen ein bisschen hochschrauben, bis ich einen Schwierigkeitsgrad finde, wo ich kämpfen muss, aber wo ich auch noch die Chance habe zu gewinnen, um einfach den maximalen Spaß aus dem Spiel rauszuholen. Denn ich spiele meine Spiele in erster Linie zum Spaß und in zweiter Linie dann für die Trophäen. Also, wenn es eklig ist, aber keinen Spaß macht, dann gibt es halt keine Platten, ganz einfach. So, zum Schwierigkeitsgrad und so weiter und den Preis kommen wir ganz zum Schluss. Jetzt gehen wir erstmal über die Karrieremodi drüber. Ihr müsst einmal in der Fahrerkarriere alle 3 Klassen gewinnen.
Und dann müsst ihr in der Managerkarriere dasselbe tun. Oder eure Fahrer, ich finde es einfacher, selbst zu tun, als NPC-Fahrer auszubilden. Wobei ihr einen Fahrer so oder so ausbilden müsst, der mit euch im Team fährt. Und dieser Fahrer muss, nachdem ihr die drei Klassen fertig habt, praktisch in der vierten Saison so gut ausgebildet sein, dass er mit euch an der Spitze fahren kann. Diese Trophäe würde ich dann tatsächlich auf der einfachsten Stufe machen, einfach weil, wieso sollte ich meinen Erfolg von einem NPC abhängig machen? Das verstehe ich nicht so ganz. Der Multiplayer ist natürlich tot, tot als tot. Und daher werdet ihr einen Freund brauchen. Ihr könnt das über Account Sharing machen. Jetzt ist es in 30 Minuten erledigt. Ich glaube, es sind 10 Rennen, die man fahren muss. Ich glaube, man muss sie nicht mal gewinnen. Ich bin mir ziemlich sicher, ja, weil wir haben uns auch nicht abgewechselt. Wir sind einfach nur gefahren. Das Spiel ist allerdings so günstig. Ich glaube, 2 oder 3 Euro kostet es jedes Mal im Sale. Also, es tut nicht weh, wenn ihr da den Account shared und euer Kollege das mit euch kurz machen kann. Okay, das war's zu dem. Dann können wir ja jetzt in die verschiedenen Modi reinspringen, was sie alles bieten. Und dann kommen wir auch bald zum Fazit. In eurem Hauptmenü findet ihr die drei Modi, die ihr braucht. Das ist einmal die Fahrerkarriere, einmal die Managerkarriere und einmal der Multiplayer. An sich bestehen Fahrerkarriere und Managerkarriere beinahe aus denselben Vorgehensweisen. Ihr habt 18 Rennen pro Klasse und ihr müsst diese Rennen fahren. Falls ihr jedes Rennen gewinnt, wird die Trophäe für die Gewinne in der und der Klasse früher kommen. Ihr müsst die Karriere trotzdem komplett zu Ende fahren, bevor ihr in die nächste Klasse einsteigt. Sonst geht der gesamte Fortschritt verloren. Hier seht ihr die verschiedenen Klassen. Mitten in der Saison werdet ihr gefragt, ob ihr wechseln möchtet. Da solltet ihr definitiv Nein sagen, sonst gilt die Saison als nicht abgeschlossen. Auch wenn ihr die Trophäe bekommen habt, fahrt die Saison zu Ende. Ihr könnt euren Spieler designen, wie ihr wollt, das spielt keine Rolle. Gehen wir mal in die Managerkarriere rüber. Hier ist es etwas anders. Hier haben wir noch Freizeitaktivitäten, PR-Abteilung, also die für euren Ruf zuständig ist. Hier müssen wir auch Gehälter an unsere NPC-Fahrer zahlen. Wir müssen Fahrer überhaupt erstmal auswählen. Da kriegt ihr eine Beschreibung, was er an Talenten hat und wie gut die Zukunftsprognose für ihn aussieht. Immer wenn ihr ein Rennen fahren wollt oder die nächste Aktivität, drückt ihr einfach auf nächstes Wochenende und dort, sorry, jetzt bin ich rausgesprungen, dort könnt ihr dann die entsprechende Aktivität direkt starten. Hier seht ihr zum Beispiel, was es für Boni gibt in dieser Aktivität. Falls es ein PR-Wochenende ist, dann sieht das ungefähr so aus. Ihr könnt euch dann entscheiden, will ich Geld, will ich Ruf. Falls ihr die Möglichkeit habt, dass ihr irgendwelche Vorteile für eure Fahrer kriegt, dass sie schneller lernen, würde ich immer die Option nehmen. Wenn es die Option nicht gibt, würde ich immer Geld nehmen. So sieht euer Kalender in dieser Kategorie aus. Also hier seht ihr Aktivität, Rennen, Aktivität, Rennen. Dann gibt es Wochenenden, wo Aktivität und Freizeit oder Aktivität und Training auf dem Plan stehen und so weiter und so fort. Also ihr müsst halt ein Team managen, ja. Ihr könnt gleichzeitig mit eurem Fahrer bis zu 5 NPCs beschäftigen. Das geht aber allerdings richtig ins Geld. Hier seht ihr, ich kann in jeder Klasse jemanden engagieren und ausbilden. First Player bin ich. Ich hatte keinen Bock mehr, einen Namen auszusuchen. Der andere ist mein Co-Fahrer und dann kann man halt noch ein paar Jungs anheuern.
immer am Anfang der Saison und ungefähr in der Mitte. Aber ich würde immer in der Mitte, am Anfang das machen. Dann unten in der Garage könnt ihr Forschung betreiben. Es gibt nämlich Trophäen, die damit verbunden sind. Einmal mit einem komplett erforschten Motorrad gewinnen und einmal mit einem, das überhaupt irgendein Upgrade hat. Hier investiert ihr halt einfach in die Upgrades und da seht ihr, wie lange, wie viele Wochen es dauern wird, bis das Upgrade fertig ist. Das kann man beschleunigen, auch in der, ja praktisch hier in der Entwicklungsabteilung. Das hier ist ja einmal Werkstatt, dann gibt es noch das ganze Management, da kommen wir gleich dazu. Und zwar ist das beim Personalmanagement. Dort könnt ihr in der Box sämtliche Sachen beschleunigen, die die Entwicklung des Fahrzeugs betreffen. Diese Boni, die ihr hier kauft, die halten nur ein paar Wochen, die sind nicht permanent. Das heißt, wenn die ausgelaufen sind, müsst ihr sie wieder kaufen, falls es nötig ist. Also da muss man auch tatsächlich aufs Geld achten, weil, wie gesagt, ihr müsst ja euren Fahrern auch Gehälter zahlen. Dann im Büro, das betrifft Einkommen und Ruf, da würde ich gar nichts machen. Also man verdient genug, wenn man mit dem Geld vernünftig umgeht und vernünftig plant. Und ansonsten gibt es hier eigentlich wirklich nicht viel zu machen. Ich würde lediglich einmal in die Entwicklung gehen, also in die Box und einmal in die Hilfe. Hier, das ist sehr wichtig, hier diese ganzen Buffs, nennen wir es mal so, lassen eure Fahrer, und zwar beide euch und euren NPC-Kollegen, schneller lernen. Und er muss nicht auf 100% sein, wenn ihr die Moto 2, Moto 3 und Moto GP abgeschlossen habt und dann im ersten Rennen der folgenden Saison in der Moto 2, in der Moto 3, Entschuldigung, sollte euer Fahrer gut genug sein, dass ihr, wenn ihr ein Qualifying fahrt, damit ihr nicht von hinten startet und dann mit ihm mitfahrt, dass ihr dann beide auf dem ersten Platz landet und das bringt euch dann die zwei Trophäen, die damit verbunden sind. Und mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Das Spiel ist ultra günstig im Sale immer zu haben für 1,80, 2 € sowas. Wenn es komplett auf einfach spielt, seid ihr in 15 bis 20 Stunden durch. Mit einem Schwierigkeitsgrad 2 von 10. Je höher ihr den Schwierigkeitsgrad schraubt, umso schwerer wird es natürlich. Und da könnt ihr bis auf eine 7 von 10, eine 8 von 10 hochschrauben. Damit wird sich der Zeitraum natürlich abhängig von eurem Skill verlängern. Aber ich sage jetzt einfach, wenn ihr nur für die Platin, alles andere ist euch egal, 15 Stunden rum werdet ihr brauchen, circa. Und einen Online-Partner. So, das war's von mir zu diesem Game. Viel Spaß, viel Erfolg beim Trophäenjagen. Wir sehen uns im nächsten Teil. Ciao, ciao.